Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Faktorio hier aus DGAM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir versuchen verzweifelt immer noch die Solarenergie zu erforschen. Wir haben ein paar grüne Flächen hergestellt, die können wir jetzt erstmal verteilen und ich hoffe, dass das dann ausreicht. Sind nochmal 16 Stück. Den letzten Fitzel hier hinten. Dann gucken wir hier mal weiter. Wir haben ja hier jetzt die grüne Bollchenproduktion hier oder Bollo-Produktion ein bisschen gepimpt. Aber trotzdem da noch immer so viel. Dann nehmen wir natürlich nochmal Landfills für. Die brauchen wir ja. Das müssen wir aber nochmal umbauen hier, weil das, so wie das jetzt hier gerade funktioniert, ist das nicht schön. Also finde ich persönlich das nicht schön. Das kriegen wir aber hin. Und zwar werden wir das so umbauen, dass quasi hier eine Abgabe, da eine Abgabe dann zusammenläuft. Also, ja, wie machen wir das am blödesten? Wer auf der Seite ist? Oder ziehen wir den noch mit hier runter? Nochmal 6 Stück und dann lassen wir die nämlich links, rechts auswerfen. Dann haben wir hier oben noch ein bisschen Platz. Gar nicht mehr so dämlich, ne? Und ich muss Damage. Ja, das werden wir so machen. Dann haben wir hier unten noch ein bisschen, dann brauchen wir aber jede Menge Landfills. Wir produzieren noch. Reicht, sind wir fertig. So, jetzt sind wir fertig. Genau, wir werden das noch hier unten einfach rausziehen, dass hier dann noch ein bisschen was steht. Nein, das geht natürlich nicht. So. Oh, da kriegen wir nicht voll die Füll mit dem bisschen, was wir haben. Jetzt hier uns einverleihen wollen. Oh nee, das wird nichts. Oh gut, jetzt sind die Landfills alle. Ach, da haben wir wieder das Problem, das alte, das Leid. So. Wir haben nicht genügend Land. Aber um kurz zu erklären. Also, das kann dann weiter nach oben noch. Denke ich mir mal einfach. Hier mit den ganzen Rohren. Da müssen wir dann noch mal gucken, wie wir das mit den Rohren machen. Wie wir die Anschlüsse dann verlegen. Aber das kann ja noch ein bisschen weiter nach oben. Anlegt werden. Hier müssen wir Platz lassen. Ach, da geht jetzt das rote Rohr durch. Ach ja, okay. Was dafür? Oh Gott. Also das mit der Verrohrung hier drauf ist schon, das ist schon, sagen wir mal, naja, recht speziell. So, dann würden wir den nämlich dann einfach auch hier oben mit hinstellen. Oder wir machen das Herstellungsteil, machen wir hier oben hin. Achso, okay, wir haben kein großes Wasser, ne? Aber auch immer was, ne? So, frisches Wasser könnte man hier ja noch abzapfen irgendwo. Nee. Das damit reinstellen, das klappt ja auch nicht. Oh nee, dann lassen wir das hier erstmal so, das müssen wir jetzt mal so stehen lassen hier. Ja, ja. Der muss ein bisschen nach unten und zwar genau um 2 Felder. Was dann natürlich dazu führt, dass hier dieser, dass hier dann irgendwie umgebaut wird. Wenn ich den direkt davor stelle, das reicht nicht hin, ne? Krieg ich wieder nicht. Ah. Ah. Den kann ich auch nicht weiter nach oben. Ah. Ach, das leidige Platzthema, das ist elendig. Ich will das nicht mehr haben. So. Aber muss ich durch, ne? Geht nicht anders. Achso, und hier oben habe ich mal umgestellt, dass ich hier ein bisschen mehr jetzt, weil ich habe ein akutes Bleiproblem. Und deswegen habe ich hier erstmal die Produktion komplett auf Blei, beziehungsweise hier hinten noch ein bisschen auf Zinn, auf Blei umgestellt. Da, sagen wir mal so, momentan eventuell sogar genügend Kupfer da ist, um das alles, was wir produzieren können. Zumindest haben wir jetzt erstmal jede Menge Eisen. Ist mir aufgefallen, wo ich mal in mein Inventar geschaut habe, dass ich da fast 3 komplette Stacks Eisen drin hatte. Oder Eisenplatten. Um das mal genauer zu sagen, das war schon schön. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man mal ein paar Materialien doch im Überfluss hat. Und nicht im Überfluss, aber zumindest so weit, dass man sie verwenden kann. So, dann lassen wir jetzt mal das Rote da durchschaufeln und dann kriegen wir jetzt nämlich richtig schön viel Blei hierher gezaubert. Und dann werde ich, glaube ich, doch denn schon die Erweiterung so aufnehmen, dass wir da oben auch unter Lindfels. Alles klar. Alles klar. Plan ist erstmal gestorben. So. Ja, wenn man was aufbauen will. Aber keine Baumaterialien hat. So, wir haben jetzt ganze 22 Landfills.
Das hilft uns nicht wie weit. Viel weiter. Naja. Stück für Stück kommt man sich näher. Wie sieht das hier eigentlich aus? Warum kriegt der denn keine Bolos? Naja, das ist die nicht optimale Auslagerung von hier, ne? Das ist genau das. Ich will ja nicht nur, dass die beiden nur für oben produzieren. Kann ich das am... blödesten jetzt realisieren? Weil der kriegt hier seine. Na doch, der kriegt seine auch noch los, ne? Nicht so, dass die hier darüber lagern. Achso, hier unten, die nehmen das nur noch raus. Alles klar, okay. Das ist bloß das eine Ärmchen da oben. Alles klar. Nö, dann ist doch gut. Wenn der jetzt noch los wird, dann ist alles gut. Dann will ich nichts gesagt haben. So, aber hier die Produktion wartet immer drauf, dass was da ist, ne? Hier scheint immer ausreichend da zu sein. Da sind 20 drin, da liegen 5 drin und hier liegen 2 drin. Dann nehmen wir nochmal hier die Hälfte raus und schmeißen hier mal ein paar zusätzlich rein, damit wir da schnell mal gucken können, aber ein bisschen mal pimpen können. Der ist immer noch nicht voll ausgelastet hier. Ja, ja. Ich will ja einen vierten Fusselhersteller quasi bedienen und die vierte Fabrik, damit in eine Fabrik hier, dass es mit den ganzen Kohle macht, weil ich will die Kohleproduktion, die muss arg vergrößert werden. Jetzt den Fall, wir wollen halt, warte mal, müssen wir hier reingucken. Das hatte ich nämlich auch einmal kurz, wo ich dann hier stand und gesagt habe, ach, wir produzieren mal ein bisschen was, machen wir hier die Kohle alle. Ich wundere mich, warum steht denn der ganze Saftladen hier, warum macht denn keiner mehr was? Ja, wenn die Kohle alle ist, ne, dann geht nichts. Gut, jetzt können wir erstmal uns ein bisschen Blei holen. Ah, das ist gut. Was haben wir hier noch? Sehr gut. Also wir haben nämlich ein akutes Bleiproblem. Das liegt hier an dieser Stelle. Hier brauche ich Blei, damit ich hier weiterkomme, damit ich wieder an die Chips komme. Beziehungsweise an die grünen Fläschchen. Und jetzt fehlt hier oben was für rote Fläschchen. Das ist ja ein Ding. Das können wir so natürlich auch nicht zulassen. Gut, da ist noch genügend drin. Dann geht's mal wieder hier ran, holen wir die erstmal raus. So, das holen wir hier mal raus. Lassen wir das auch noch so mit dem roten, oder? Nee, komm, das ändern wir jetzt erstmal wieder um aufs Normalmetall hier. Quatsch bitte das. Du kriegst den dazugegeben. Und du... machst erstmal das durch, was sich da so ein bisschen angesammelt hat. Und die beiden arbeiten hier oben erstmal fleißig. Gut. Sehr gut. Dann schmeißen wir hier wieder ein bisschen was. Nein. Und dann hoffen wir, dass jetzt auch schon geht und geht nicht voran, ne? Eieieiei. So, also Bleiproblem können wir ganz kurz noch beseitigen. Ich will nämlich ganz kurz hier unten ein bisschen Lead reinschmeißen. So. Weil da haben wir noch 90 Stück liegen, das geht. Hier haben wir noch 10 Kupferplatten. Naja, komm, da packen wir mal auf 25 wieder rein. So. 10 Platten können wir auch noch ein paar wieder dazulegen hier. Damit da auch was kommt. So, gut. Dann hier, wie sieht's hier aus? Ups. Haben wir noch 117 von und hier haben wir auch noch genügend von. Wie sieht es hier drin aus? 60, sehr gut. Sehr gut. Ja, ach, braune Dings wollte ich auch noch machen. Da wollte ich noch mal gucken, ganz kurz, was ich dafür brauchte. Steuerung Emil. Brown. Saline Water. Saline Water mache ich aus. Wie vor. Einfach nur so aus Wasser und dann kriege ich 100 Purified Water mit raus.
Alles klar, okay. Dann muss ich das natürlich mit einspeisen, das System hier, wo Purified Water dann gebraucht wird. Beziehungsweise ich muss es hier mit an den anschließen, damit das dann, wenn ich zu viel davon habe, weggeht. Wie? Mit Kohle kriegen wir trotzdem einen kompletten Stromausfall hin. Was, der Arm ist zu langsam, ne? Aber ich will da keinen Stromarm machen, weil wenn kein Strom da ist, dann armt der Arm keine Kohle rein und dann kommt auch kein... Das ist auch blöd, ne? Das ist dann, da beißt sich ein bisschen dann die Katze in den Schwanz. Deswegen habe ich da so einen Verbrennungsarm rangebaut. Also ab und zu kommt hier mal was ran, ne? Das ist ja schon mal ganz gut. So, können wir wieder 10 Lindpilz machen. Ja, ich hoffe, dass ich bald die Solarenergie habe und durch Solarenergie mich dann hier ein bisschen gesund stoßen kann und dann das Energie, das dauerhafte Energieproblem ein bisschen lösen kann. Aber ja, wir haben da noch ein paar andere Sorgen. Sieht auch lustig aus hier, ne? Die Form. Gib mir mal Kohle und schmeiß die hier rein. Und dann schmeißen wir hier, nehmen wir die jetzt mal raus und dann rein. Müssen wir auch mal alles automatisieren, obwohl ich kriege auch schon Ewigkeiten von, ne? Ich das schon mal alles automatisiert haben wollte. Naja. So. Hier müssen wir wahrscheinlich mal wieder was nachlegen, ja. Und dann haben wir hier unten noch einen Schmelzofen, wo wir was nachlegen müssen. Ach, der schreit sogar schon nach Brennmaterial. Guck an. So. Was haben wir denn hier Schönes an Herzen? 74 mal das, das ist ja nicht viel. 18 mal noch das, das ist 18 mal noch das. Das können wir natürlich noch verarbeiten. Und zu Blei machen. Dann auch mal in die Kiste, was liegt da drinne? 75 mal das eine. Okay, dann nehmen wir das, was er 75 mal hat, und lassen das noch ein bisschen durchcrashen. Habe ich jetzt das Zeug wieder aufgenommen hier? Ja, habe ich. So. Ja, du machst Kupfer. Ja, ja, machen wir erstmal Kupfer. Dann lass die da erstmal arbeiten. Genau. So. Nimm schon mal 7 Fläschchen. Macht er noch eine 8? Ja. Ich meine die 8. So, dann bringen wir die gleich rein. Und wir wissen ja, was wir als nächstes machen. Wir haben Advanced Lead, das ist als nächstes angesagt. Und dann hier. Dass wir denn hier Stahl auch produzieren können. Oder aber eigentlich müssten wir Advanced Steel als erstes machen, damit wir den... Ich glaube, wir brauchen nämlich für die Solarpanels brauchen wir gleich Stahl. Und das in nicht unerheblicher Menge, glaube ich. Also wir sind jetzt 2,2 Megawatt und 38 Stück. Haben nicht 40 davon am Start, Mensch. Wäre doch viel schöner gewesen. Hätte man noch ein paar Watt mehr gehabt. 120, naja gut. Und wir sind wirklich an der unteren Grenze, ne? Das sieht man ja hier. Also wir schaffen so 75% von dem, was wir an Strom brauchen. Momentan auf unserer kleinen Insel hier. Das heißt also eigentlich, theoretisch ist ja alles, was wir hier optimiert haben, jetzt noch nicht so ganz der wahre Schluss, weil es kann durchaus sein, dass wenn alles auf 100% läuft, hier doch ein bisschen was schneller geht. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen es nur nicht. So, da kann auch wieder ein bisschen was rein. Und da ist sie endlich, die Solarenergie. Wir haben sie erforscht. Ha! Das hat echt lange gedauert. Wir brauchen Kupferplatten, 4 Stahlträger und 14 elektronische Schaltkreise. Ja. Vor allen Dingen gibt es ja dann hier, ne? Dann Large Solar Panel mit 106 kW. Small Solar Panel, also ein ganz kleines. Was kommen wir da als nächstes? Solar Panel MK2 bringt 90 kW. Erweiterter Schaltkreis, da sieht ja lustig aus. Silver Plate braucht man da. Der Large Solar Panel MK2 bringt 160 kW, ja, ist schon gut.
Oh, da haben wir noch viel zu erforschen. Um MK3, Titanium, Silikon Wafer, Elektronplatte, eieiei. Bitte, was brauchen wir da noch alles? Hoho. Okay, ja. Da brauchen wir noch einiges, würde ich sagen. Das muss ich noch etablieren hier. Und jetzt haben wir aber die Möglichkeit, Solarpanel zu machen. Und wir können jetzt eine neue Forschung machen. Und die neue Forschung wird sich belaufen auf. Bronze nicht. Lead. Machen wir Lead oder machen wir Steel? Advanced Steel Smelting. Das kostet wieder 50 grüne Flaschen. Das ist natürlich auch noch wieder. Ah. Lass uns erstmal noch was machen, wo wir keine grünen Flaschen großartig herstellen brauchen, wo wir nur rote brauchen. Schmeißen wir den hier nämlich voll. Und das ganze Kupfer, was wir haben, das schmeißen wir mal da rein. Was wird noch Kupfer hergestellt hier? Nicht hängen bleiben. Und dann machen wir nebenbei immer mal so eine Produktion hier unten an, damit dann hier mal irgendwo 50 Flaschen drin liegen und wenn dann, also bis zum Ende der nächsten Forschung. Und dann sollte dann da was gehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir da so. So, also wir brauchen zumindest. Okay. Ich sehe schon, ich werde mal hier eine Mobskiste ranbauen. Damit ich hier erstmal was abzweige, ganz kurz. Habe ich keinen Greifer mehr? Das ist ein Ding. Brauchen wir mal einen Greifer. So, eine Mobskiste bauen. Die einfach dafür sorgt, dass hier kontinuierlich solche Schaltkreisbretter rauskommen. Wie mir scheint. Bin mir nicht sicher, aber bei Stahl hat er doch irgendwie angezeigt. Wo waren dieses Ding? Eben hat jetzt auf Anhieb gefunden. Da. Doch, bei Stahlträger hat er mir auch noch was angezeigt. Das haben wir noch nicht. So, wie kriege ich denn jetzt aus meinen. Das muss man mal ganz kurz gucken. Wie kriege ich denn aus meinen Stahl. Kann ich die irgendwo wieder einschmelzen? Die Ingots hier. Was kann ich daraus machen? Achtmal kann ich Molten Steel draus? Molten Steel. Molten Steel, Molten Steel, ja. Molten Inver, will ich auch nicht. Steel Powder. Powder? Stahlpulver? Okay, und was kann ich aus Stahlpulver machen? Nix. Das kann man nur herstellen, das brauchen wir nicht. Okay. Ja, dann müssen wir hier mal. Mach mal Stahl. So. Komm mal her hier. So, du kommst mal her. Dann brauchen wir hier unten. Warte mal, gib mal das noch her. Und dann. Ah ja, du brauchst das noch. Warte mal, das müssen wir doch auch mal fix herstellen kurz. Dann müssen wir hier mal. Mal kreizen. Ein paar Mal Solar herstellen. Damit wir dann unten diese Springfedern machen können. Das ist so. Wie sieht es hier aus mit dem? Na, sind noch 700 mal da drin. Ich glaube, dadurch, dass er das so langsam rüber packt, sparen wir sogar noch Energie. Weil er so lahmarschig ist. So. Gut. Dann brauchen wir jetzt Stahl. Und wir können unsere ersten beiden. Ist das schön. Die ersten beiden selbstproduzierten Solarplatten haben wir jetzt. Die werden wir gleich auch noch aufstellen und dann ist die Folge auch zu Ende. Halt, da kommen wir nicht durch. Hier komme ich durch. Da bin ich ja fast stolz drauf, ne? Dass wir das geschafft haben. Damit haben wir dann schon mal 120 kW mehr. Bei maximaler Sonnenbestrahlung. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Oh, das dauert eine Weile, das zu produzieren. Ich muss noch eine elektronische Schaltkreis-Dingsbums irgendwo hinbauen. So. Mehr. Erste steht. Hat keinen Stromanschluss. Wahnsinnig wichtig, sowas. So. Jetzt auch einen Stromanschluss. Und das zweite auch.
Und damit verabschieden wir uns. Wir haben die ersten selbstgebauten Solarpanels. Sehr schön, ich bin begeistert. Gut, das war eine Folge von Faktore hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, bis später, bis morgen. Tschüss.